Was das neue Videolicht VL150 von der Godox kann, das siehst du gerade nach dem Intro. Fotizubehör. Fotirastli! Hallo miteinander. Da ist das VL150, die neueste Errungenschaft von der Godox in Sachen Dauerlicht mit Bowens-Anschluss. Ich möchte euch kurz zeigen, was im Lieferumfang enthalten ist, was ihr für Möglichkeiten zur Steuerung habt, wo die Vorteile von so einem Licht liegen und was sicher auch sehr spannend ist, wie laut das der Lüfter ist. Das Ganze wird in dieser Transporttasche geliefert. Da habt ihr ausreichend Platz für alles, was hier auf dem Tisch liegt, plus auch sicher noch ein paar andere Sachen. Da wir die jetzt nicht brauchen, geht die ab den Tisch. Dann habe ich nämlich mehr Platz, um euch zu zeigen, was da alles mitkommt. Also, das Tourlicht wird mit einem Schutzkäppchen geliefert, das soll verhindern, dass ihr da zu fest auf dem Glas rumtöpelt. Das kann man vielleicht auch zwischendrin mal putzen. Einfach nicht, wenn es warm ist. Der Reflektor, der mitgeliefert ist, wird, wenn ihr da schaut, er ist sehr stark strukturiert, was halt eine extrem gute Lichtausbeute auch ausmacht. Von der Leistung her haben wir ohne den Reflektor 6100 oder 6400 Lux auf, jetzt kommt die Quizfrage, auf einen Meter oder auf einen halben Meter, auf einen Meter. 6400 auf einen Meter und mit dem Reflektor haben wir 1 Meter 61.000 Lux, also eine angenehme Leistung. Ist die schwächste Leuchte aus dieser Familie. Es gibt noch das VL200 und auch das VL300. Wir können hier an der Lampe oben hast du einzig und allein einen Anschluss für das Kabel. Sonst hat es an der Lampe oben nichts. Also, ihr könnt nachher alles an dem Controller einstellen. Mit dieser mitgelieferten Fernbedienung. Oder über die Godox-App auf dem Handy. Ich zeige euch nachher schnell, wie man das connecten, was man da machen muss. Ich sage euch auch das Initialpasswort, weil das wird nachher wieder so eine Frage sein, die alle stellen. Und stecke mal das Verbindungskabel ein. Wir haben hier auch zum Beispiel noch einen Halter, den ich hier in V-Mount-Akku-Anschluss hinein tun kann, damit ich den Controller kann Stativ machen kann. Also, ihr seht, ich kann die Leuchten auch autark vom Strom einsetzen. Ich brauche kein Netzteil. Ich kann auch mit einem Akku arbeiten. Wenn ich jetzt aber da wie bei mir Strom habe, dann wird da der Netzteil noch eingestellt. Und dann drückt ihr da lang auf den On-Knopf drücken und schon sieht man, die Lampe geht an. Jetzt ist sie auf 44%. Ich stelle sie jetzt mal auf 100%, weil ich gerne möchte, dass der Lüfter anfängt zu laufen, weil ich hören will, wie laut das der ist. Das ist ja auch eine Eigenschaft, die nachher für die wichtig ist, die Videos machen und nicht mit so Lavaliers arbeiten, sondern vielleicht eher mit einem Richtmikro arbeiten. Und dort ist natürlich dann ein lauter Lüfter nicht gerade wirklich hilfreich. Das ist die klassische Fernbedienung, wie wir sie schon kennen. Wir haben einen I-Aus-Knopf. Die muss ich nicht gross erklären. Was eher spannend ist, ist die App, die es gibt von der Godox. Godox Foto heisst die. Die sieht so aus. Ich drücke lang auf den Group Channel-Knopf. Und dann zeigt es mir da im Display an, was für eine quasi Idee das Gerät hat. Dann gehe ich da auf den Bluetooth-Knopf. Zeigt mir das Gerät an. Ich klicke da drauf, also tippe da drauf. Dann sagt er connected. Ich habe es vorher schon mal connected zum Ausprobieren. Nicht, dass ich mich da vor euch blamiere. Ihr werdet dann aber noch aufgefordert, zum Code eingeben. Der ist 6 mal 0.
und dann confirmen und dann sind ihr quasi mit der App verbunden und ihr könnt nachher da auf LED gehen. Das ist jetzt die LED in der Gruppe A und jetzt haben wir da im Prinzip die gleichen Einstellungen. Wenn ich jetzt hier raufgehe, dann geht das auch auf 60 rauf. Also von dem her, da haben wir die Möglichkeit, um die Sachen auch, wenn ihr mehrere Leuchten habt, könnt ihr die übers Handy steuern, ohne dass ihr zu dem Gerät hingehen müsst. Ja, ob man das braucht oder nicht, das lasse ich jetzt mal dahingestellt. Was sicher nicht schlecht ist, ist, wenn ihr die Leuchten relativ weit oben habt und ihr wollt sie steuern, dann ist so etwas sicher von Nutzen. Für jemanden, der dann jedes Mal das Leuchten wieder runternehmen müsste, entsprechend die Sachen verändern. Wir haben vom Licht her ist noch der Punkt, dass wir jetzt vielleicht mal schnell noch zum Zeigen. Ich habe hier einen Spigot-Anschluss. Ich kann von beiden Seiten, also von da und von da, kann ich quasi die Lampe einmal so oder ich kann sie auch so irgendwie montieren. Da habe ich auch relativ gute Möglichkeiten. Die ist jetzt gelegen. Sie ist hier oben leicht handwarm, also nicht jetzt wirklich warm. Der liebe Lüfter läuft noch nicht. Er stummt mich eigentlich ein bisschen. Ich schalte jetzt einfach mal die App ab, weil ich brauche die im Moment nicht. Und ich rede jetzt einfach mal noch ein bisschen, bis der Lüfter anfängt zu laufen. Nein. Wir machen da mal kurze Pause. So, der Ventilator hat jetzt angefangen zu laufen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin positiv überrascht, wie leislich das er ist. Das ist einfach ein leislich Surren. Wenn ich jetzt so aus dem Gefühl heraus müsste sagen, wie er im Vergleich zu einer Aperture 120 ist, dann würde ich vielleicht sagen, er ist ein bisschen lauter. Aber er ist jetzt wirklich nicht so laut, wie es zum Teil bei Gimbal-Leuchten ist. Also es ist leicht Surren, das man hört. Und von dem her, ja. Ist in meinen Augen sehr eine gute Alternative auch zu Aperture. Wie bei Aperture haben wir ja zum Beispiel auch immer zum Teil wieder das Problem, dass dort sehr lange Lieferfristen vorhanden sind. Und da ist Godox halt wirklich auf Zack und die tun schon sehr schnell liefern und auch uns dann entsprechend beliefern. Und von dem her, also, wenn ihr ein Videoprojekt habt, ist das sicher eine super Sache, weil ihr halt auch die Möglichkeit habt, nachher noch entsprechend über den V-Mount-Akku das auch lokal außerhalb von eurem Studio zu nutzen oder über den Netzteil im Studio zu nutzen. Wenn dir das Video gefallen hat, würden wir uns natürlich freuen, wenn du dein Like gibst. Und falls du den Kanal noch nicht abonniert hast, du ihn doch abonnieren, weil dann kommst du immer wieder so Infos über zu neuen Produkten. Und wenn du eine Frage dazu hast zu diesem Produkt, stell die uns doch einfach unten am Produkt. Wir schauen, dass wir die relativ zeitnah beantworten. Danke für deine Zeit und schönen Tag noch. Tschüss.